So, hallo, meine lieben Zuschauer und Zuhörer und ja, genau. Wir haben ein bisschen vorbereitet. Also ich habe vorbereitet. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier mal ein Räumchen ausgehoben. War ja doch ein bisschen schwieriger. Also hier soll der Flur runtergehen, dann geht euch noch weiter. Und ja. Man kann ja hier noch um die Ecke gehen, aber es ist erstmal nur Zukunftsgeplänkel. Ne? Haben wir die mit? Was ich jetzt aber vorhab, habe ich gerade schon mal ein bisschen ausgetestet. Sieht verdammt geil aus. Machen wir jetzt auch. Zack. Alles weg. Dieser ganze Shit. Den braucht kein Mensch. So. Hopp. Ja, jetzt ist es zu weit, oder? Carpenters Blöcke. Genau, ich habe eine Hülle und Fülle von Carpenters Blöcken gemacht. Na, fangen wir mal hier an. Die müssen wir jetzt nochmal noch recht zurecht schüsseln. So. Und dann packen wir da die drauf. Achso, wir können noch mal gucken. Ich hatte mich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mich für die entschieden hatte. Die habe ich jetzt gehabt. Was man auch mal ausprobieren kann, sind die hier. Weiß ich nicht. Mal schauen. Oder? Mal gucken. Zack. Boah, das sieht auch geil aus. Ne? Also die anderen wären. Halt. Eins. Zack. Das waren die. Ich wollte halt so ein bisschen Gitter-Dingens machen. Ne? Steht er schon. Das ist natürlich ganz schön heavy, ne? Schwierige Sache. Gibt es noch ein Vergleichsobjekt? Mal gucken, ob es noch ein anderes gibt, was wir nehmen könnten. Hier wäre noch was. Irgendwie Japan-Kram. Naja, denn von mir aus. Warum nicht? Und warum muss ich jetzt niesen? Schaut euch das mal an. Hat er gar nicht genießt, hat er gar nicht. Oh, nicht, dass ich krank werde, Mensch. Ja, entschuldige bitte. Entschuldigt bitte. So, nee, das weiß ich nicht. Das können wir mal woanders machen, aber nicht hier. Das geht gar nicht. Tut mir leid, aber. Plopp. Ja, und welches nehmen wir jetzt? Das Fette oder das Dünne? Ich bin fast fürs Dünne, ja. Nimm was Dünne, komm. Scheiß drauf. Ups. Nein. So. War das das? Nee. Das ist jetzt der ganze Block. Mist. So. Okay. Da unten, oh ja, noch so ein paar Sachen rum. Die sammeln wir alle mal auf jetzt, bevor sie weg sind. Genau, dann können wir doch hier mal schon mal fertig machen. Ne, ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Hä? Ach, der hat auch die Farbe von unten? Ist ja komisch. Also, ist ganz praktisch, oder? Ich weiß nicht. Der nicht. So, ja gut, machen wir erstmal bis dahin und dann schauen wir mal, wie wir es weitermachen wollen. Zack, 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 zack. Ja, wir müssen ja schon damit rechnen, dass hier noch. Warte mal, eins, zwei, drei. Also, dass hier noch zwei Maschinen hinkommen. Oder drei, je nachdem. Ich glaube eher zwei und dafür zwei verschiedene oder so. Gut, dann müssen wir nochmal schüsseln. Nimmt wieder das andere. Dies hier wollten wir haben. Ja, ansonsten würde es noch das hier geben. Das, weiß nicht, das passt nicht so gut ins Konzept. Naja, hat auch was, aber naja, man kann jetzt nicht alles machen. Man muss jetzt sich auf eins. Muss man. Aha, das hat mich verarscht schon wieder. Sowas. Okay,
Ja, wir haben uns entschieden für dies hier, dann nehmen wir das auch, ne? Zack, zack. Zack, 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 zack. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Sieht sogar ziemlich cool aus. So. Genau, und damit man hier nicht runterfällt, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Was nehmen wir denn da? Iron Bars, die ganz normalen? Nee, die sieht doof aus. Oder? Nee, das sind die ganz normalen hier. Das sind die Without Frame. Okay. Ja, da können wir ja die hier nehmen. Weiß ich nicht, schauen wir mal. So, den können wir mal wieder zurück schisseln hier zu den. Mit dem müssen wir bloß ein bisschen sparsamer sein, weil. Ach shit. Jetzt habe ich vergessen, dass man, dass das Karten das Blöcke sind. Wieder abgestürzt. Okay, zack. 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 So wäre das. Ich finde, das sieht echt komisch aus. Was haltet ihr davon? Ich reiße es erstmal wieder weg. Bin ich nämlich nicht so voll überzeugt. Wir sollten vielleicht die Axt nehmen. So, ich wollte heute noch was anderes machen eigentlich, ja? Wird aber nichts, weil wir haben nicht mehr genug Carpenters-Blöcke. Dip, den hat er natürlich nicht angepasst. Irgendwo hatte ich die reingepackt. Frag mich jetzt nicht wo. Ach, hier. Sehr schön. Okay, das kriegen wir noch hin. Das wird auch gelacht, wenn wir hier nicht noch fertig werden heute. Wie ist denn das? Warum macht dann sowas jetzt? Na gut. Gucken wir dann unten. Zack, das noch weg, das noch weg. Den noch weg. Okay, hopp. Einmal rüber. Zack, zack. Und die drauf, ne? Die hatten wir. Genau. So. Ich hatte es erst versucht, mit diesen Iron Bars hier drauf zu legen, aber das geht nicht. Das sieht scheiße aus. Genau. Ja, komm. Außerdem ist das mit den, außerdem ist das mit den Glasdingern viel günstiger. Ne? So, Carpentus. Dam, dam, da-dam, da-dam, dam, dam, dam. So, okay. Nicht schön, aber selten. Ne? So, die würde ich vielleicht aus Holz lassen, einfach. Hier hatte ich noch was anderes vor. Da würde ich gerne. Ja, klar, noch ein Carpenter-Block ran. Logisch. Ach, wenn wir draufstehen, macht er das nicht so gerne. Okay. Das kriegen wir woanders hin. So. Wäre doch gelacht. Okay, tak, 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 tak. Mist. Mist. Natürlich.
Da ist zum Glück nichts passiert. Also ich, können wir hier runter? Ja. Cool. Okay. Hat sich das auch erledigt. Die Axt. So. Okay, was wollen wir denn heute sonst noch machen? Schönes. Habt ihr euch denn was überlegt? Was Feines. Nein? Schade. Oh. So, man kommt hier aber hoch, ne? So, das ist zumindest Sinn und Zweck der Sache gewesen. Und hier würde ich gerne noch ein Sign dazu bauen. A Sign. Das können wir vielleicht mal machen. Weiß ich gar nicht, haben wir alles dabei? Ja, haben wir. Zack. Und sowas, ne? Ach nee, ich wollte mal ein anderes sein. Ja gut, komm, das reicht aus. Drei Stück. Ja, nerv nicht. So. Okidok. Und was ist, wenn wir jetzt das hier machen, ne? Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an. Ist es auch. Aber wenn wir jetzt sowas machen hier. Wie sieht das aus? Oh, ich finde das geil. Leider kommt man da nicht hoch. Ja, das ist logisch. Logisch, logisch, logisch. Einfach nur logisch. Okay. Okay, kann man machen. Muss man nicht. Wisst ihr ja, wie es ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier weitermachen wollen. Vielleicht so. Nein! Kann man das immer? Plopp. Na, gehen wir mal nach unten. Da sehen wir das Ganze mal aus mit einem Blickwinkel. Und da sehen wir hier schon wieder. Wir haben ganz viele Sachen hier rumliegen. Die müssen wir alle mitnehmen. Und, boah, ey, hättet ihr gedacht, dass das hier aus unserer Küche wird? Also ich nicht. Ehrlich gesagt, ich nicht. Ist doch heftig, ey. Ja, okay, das geht da oben natürlich nicht. Das ändern wir gleich noch. Genau, machen wir erstmal bis hier hin. So, und von den anderen haben wir ja auch noch ein paar. Zack, die können wir hier nochmal ranschmeißen, falls wir da noch Lust und Laune bekommen, noch weiterzumachen. Genau, und eine Treppe brauchen wir hier noch. Ja, die machen wir dann gleich. Kann man mit den Glasdingern eigentlich eine Treppe bauen? Das wäre doch mal gut zu wissen. Ein bisschen. So. Okay. Haben wir Rohre dabei? Rohre dabei? Ja, ja, haben wir. Geil. Okay, dann, wenn wir schon hier unten sind. Wo habe ich es hingepackt? Ach, da. Das sah komisch aus hier im Inventar. Ah ja, okay. Müssen wir nochmal einen runter. Ich würde gern. Jetzt haben wir uns eingebaut. Also das ist ja die Überlauftruhe, ne? So, wenn wir jetzt eine neue Maschine bauen, machen wir mal zack, zack, zack. Und noch zwei rüber. Und dann anschließen hier. Dann fällt das alles in eine Überlauftruhe, fällt dann hier runter, wird dann hier runtergesogen von dem Motor, den wir gleich noch anschließen müssen. Und dann wird das, geht das hier rüber ins andere Lager. So der Plan. Ja, wir machen erstmal eins zu Ende, ne? Machen wir erstmal hier dieses Gittergedingse zu Ende und dann können wir uns um solch anderen Scheiß kümmern. So, wie sieht das aus mit der Presse? Ciao. Kann ich nicht aufnehmen? Was? Ist ja nicht zu fassen. Na gut, dann schmeißen wir mal ein bisschen was drüber hier. Ich habe wieder viel zu viel Kram mitgenommen. Ich dachte ja, wir brauchen das alles. Ja, wohl nicht. Falsch gedacht. Boah, jetzt haben wir neun Signs.
Ach Mist, ich hab. Ah, ich dachte, insgesamt wären es dann drei, aber der zeigt ja immer nur pro Stück an. So, wenn wir das jetzt hier draufknallen. Nein, ich meine mit Shift natürlich. Das ist ja unser. Mörser? Mörser. Ja. Ne? Kann man nicht klagen. So, dann kann man da sehen. Fruchttraum. Ne? Hatten wir uns ja drauf geeinigt. So, okay. Schön, schön. Dann können wir nämlich hier gucken. Was ist das für eine Maschine? Aha, es ist so eine Maschine. Und, ja, ich bin auch so schlau, ne? Ich baue das jetzt alles so, dass, und wenn wir das jetzt erweitern um zwei, kommt man hier überhaupt nicht mehr durch. Ist ja auch egal jetzt. Mensch, mach mich nicht fertig. So, die nehmen wir mit. Können wir wahrscheinlich auch nicht tragen. So wie die Presse auch. Die Presse haben wir schon mit. Ist ja super. Okay, jetzt kriegen wir ein Problem. Tack, tack, tack. Geht nicht mehr. Aber das canceln wir schon mal hier rein. Das geht ja fix. So. Können wir den vielleicht noch die Presse und das Teil reinknallen? Ja, den auch noch. Vielleicht den Rucksack? Ich weiß nicht. Ach, einen Rucksack in einen Rucksack kann man nicht packen? Sehr schade. Na, wieder was gelernt. Gut. Zack. Die Rohre. Science haben wir eh gerade schon. Den nehmen wir mit. Dirt. Gut, die Rohre da rein. Das da rein, das da rein. Den Motor auf jeden Fall. Mist, geht nicht mehr. Oh, dann verbauen wir gerade mal die. Verbauen wir gerade mal die Stühlchen. Zack, zack. Mist, jetzt haben wir immer noch zwei. Na gut, machen wir sie hier rein. Und den anderen Kram auch. Hier, Wooden Door. Wofür? Gut. Okay. Ja, Hunger habe ich jetzt auch gerade nicht, ne? So richtig. Boah, hier haben wir noch Gold drin und so. Glas. So, Freunde. Jetzt wird's zu Ende gebracht hier. Zack. Den müssen wir jetzt zurechtkloppen. So. Eins, zwei, drei. Verdammt. Es hätte so schön sein können. Na gut. Zack. Fertig. No? So, kann man jetzt nicht klagen. Naja, das sieht noch echt doof aus, weil die so schweben und so, aber sonst würde ich sagen, reicht das erstmal. So. Kann ich sagen. Ach, hier wollte ich noch, ne? Noch immer so ein Weltenverbesserer. So, genau wie da. Tack. Hüp. Nein. 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 So. Genau. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Machen wir es erstmal. Dann haben wir es. Ne, für die gleiche Art von Maschinengar. Okidoki. Hier kommen wir nicht runter. Bla bla bla. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich wollte eigentlich noch eine coole Treppe bauen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht mache ich die hier hin. Hier in die Ecke vielleicht. Ja, lass uns die in die Ecke hier machen. Nee, heute nicht. Heute machen wir was anderes. Noch. So, ich glaube, ich habe Garagen mitgebracht, die wir uns irgendwann mal gemacht haben. Fragt mich jetzt nur nicht, wo. Ah, hier. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und zwar soll das hier eine Überwachungsstation für die Anlage sein.
Ne, dass wir hier so gucken können. Aha, okay. Ja, okay. Aha. Na? Ist klar. So. Ah ja. Okay, und da haben wir 8 Stück von, ja? Was hatte ich denn damit damals vor, ey? Kaum zu glauben. So, bevor wir das machen, müssen wir erstmal einen soliden Untergrund da oben machen. Weil die Erde kommt da auf jeden Fall irgendwann weg. Und dann weiß ich nicht, ja. Gut, so machen wir das mal. Ja, noch ein Teil würde ich jetzt nicht raushauen. Genau, wir haben noch Gneiskörnerzonen. Den Schüssel. Wollen wir den nehmen oder wollen wir anderen nehmen? Wir könnten auch mal anderen ausprobieren, ne? Den kennen wir ja schon. Was ist mit dem hier? Wenn wir den jetzt hier nehmen. Zack, 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 zack. Einfach nur so zum Gucken. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei unserem Alten und wenn uns das nicht mehr gefällt, dann können wir es immer noch ändern. So der Plan. Okay? Gut. Finde ich gut, dass ihr alle damit einverstanden seid. Wunderbar. Ihr denkt wahrscheinlich nur so, oh nein, jetzt macht er sie wieder raus. Und oh, nee, 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 nee. Ist halt so, gehört dazu. Nicht? Lalala. Wir brauchen nochmal ein bisschen normalen Gneis. Hatte ich auch mitgenommen. Jo, hatte ich auch mitgenommen. So. Ja, witzig. Also, wir kommen heute gar nicht mehr dazu, hier irgendwas zu machen. Okay. Gneis. Darauf. Und den schüsseln wir jetzt nochmal zurecht. Das wird da. Hier bleiben wir beim guten alten Stone. Der war uns bisher immer treu. Ach, sag bloß, ich muss jetzt die Dings raushauen. Das ist ja. Habe ich nicht weit genug gedacht. Naja. Okay, ist halt so. Was willst du machen? Zack, 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 zack. So. Okay. Ja, Dreier Garage reicht schon. Ich frage mich sowieso, wie das aussehen wird. Genau. Okay. 1, 2, 3. Fettes Garagentor. Wir können hier durchgehen. Zack. Ne? Zack. Das machen wir dann auch mit Pressure Plates, ist klar. Haben wir die auch mit? Nein, haben wir nicht. Aber die sind ja schnell gemacht. 1, 2. Tack, tack. Eine dahin. Und eine dahin. Sag bloß, man kann die nicht da drauflegen. Man kann Carpenters Pressure Plates nicht auf. Okay, dann machen wir mal was, was wir noch nie gemacht haben. Wir craften uns einen Knopf. Moment. Oh, man kommt echt von eins ins andere, ne? Das ist unglaublich. So, wie ging denn das? Ich glaube, ein Stein und. Nein. Ach, ich bin so blöd. Ja, danke. Hier so hin. Ne? Zack. Sehr schön. Fick dich. Sehr schön, okay. Und welche Farbe kriegt das Ding jetzt? Habt ihr euch schon überlegt? Vielleicht jedes Glasdings? Nee, das sieht nicht aus. Vielleicht können wir das ja so schüsseln, dass es cool aussieht. Warte mal. Momento, por favor.
Nee, das muss schon irgendwie feuerresistent sein oder so. Nee, das geht nicht. Nein, das kann man nicht machen, Mensch. Und was kann man jetzt hier daraus noch machen? Ah, guck an. Ah, cool. Ah, cool. Okay, dann brauchen wir aber was Spezielles, glaube ich. Achso, was kann man noch machen? Ich habe da nur noch hier sowas Hässliches und sowas Hässliches. Und das ist die Grundform. Ich finde das schon ziemlich geil. Ich würde das so beibehalten. Übrigens, wir brauchen diesen komischen verkackten Schalter gar nicht, ne? Ich kann auch einfach so da drücken. Egal. Egal. Jetzt haben wir einen Schalter, ist doch egal. Ja, genau. Also ich hatte überlegt, ob wir hier eine Werkstatt draus machen. Hier mit hinten mit so einem Tresorraum. Das wäre ziemlich geil. So war die Überlegung so ein bisschen. Weiß nicht. Kann man machen, ne? So, alles eingesammelt. Und dafür habe ich nämlich auch den Gneis schon gemacht, dass wir das hier wieder zumachen können. Genau. Verschwende ihn einfach für sinnloses Danebenklicken. Das ist hervorragend. So, worüber ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, ist mit dem Boden. Der ist ja jetzt hier ebenerdig, ne? Hier ist überall Gneis, ja. Das stimmt, da habt ihr recht. Ach, das war's schon? Na, seht mal an, das war's schon. Mit Wände. Naja, vorne noch ein bisschen. Ja, ist ja gut. Übelst dramatische Musik. Ja, und die Decke, da müssen wir uns natürlich auch noch Gedanken machen, wie wir das machen. Logisch. So. Zack, zack. So, hier zwei Fenster rein oder drei. Was hätten wir von drei? Oder drei Fackeln reinsetzen, was weiß ich. Ist mir auch egal eigentlich. Wir haben genau drei gerade. Eins, zwei, drei. Na gut. Und ja, gut, hier oben ist noch was hin. Zack. Ist nie kaputt. So. Ach du meine Güte, wir leben ja auf einer Baustelle. Eine ewig währende Baustelle. Kennt ihr das auch von zu Hause irgendwie? Dass man auf einer ewig währenden Baustelle lebt. Man schafft einige Sachen einfach nie, obwohl sie eigentlich so in 10 Minuten gegessen werden. So ist das halt manchmal. So, wenn wir jetzt schon hier sind und gerade den Stein haben, ne? Auf so eine Situation habe ich eigentlich gewartet. Können wir uns doch hier eigentlich jetzt nochmal so einen Unterzug reinzimmern? So. Das sieht ja komisch aus. Hups. Und das sieht erst komisch aus. Na gut. Den machen wir weg. Zack. Hallo. Hierher. Zack. Das sieht ja ungewohnt aus. Aber von hier irgendwie viel geiler. Muss man mal sagen. So, aber ich würde den tatsächlich hier vorne runtergehen lassen. So, und hier den. Ach, ich weiß nicht. Den hätte man eher hier so hinziehen müssen. Hier so lang. Ja. Ja. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Dann können wir das, schaffen wir das auch schon mal.
Zack. 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 Ups. Ach du Schande. So. Die noch im Weg. Weil die so ein bisschen stören. Und, ja, da muss, glaube ich, die Mauer noch ein bisschen dran leiden. Mit der Schippe. Muss sie das? Muss sie das? Ja, muss sie. Sie hat keine Chance. Sie hat keine Chance und keine Wahl. Zack. So. Wisst ihr was? Wir hätten da auch so kleine Slabs machen können. Dann wirkt das nicht ganz so bedrohlich. Wollen wir mal schauen, wie das aussieht? Oder ob das überhaupt geht? Ich hatte das ja mal angesprochen, glaube ich. Also so finde ich schon ziemlich cool. Jetzt mal ganz kurz den Schissel da. Ah nee, warte mal. Dafür brauchen wir so eine Station, ne? Ich habe doch eine mit hier. Warum haben wir denn hier eigentlich keine mehr? Das finde ich ja doof. Zack, wenn wir das jetzt so machen. Nein, das geht tatsächlich nicht. Was ist denn mit denen? Können wir die schisseln wenigstens? Komm schon. Nein. Das geht nicht. Dann müssen wir Folgendes machen. Jupp, ihr wisst es. Ganz genau. Dann müssen wir wieder tricksen. So, wo ist der Hammer? Der Hammer, der Hammer. Ihr wisst ja, wo der Hammer hängt. Zack. So, ich glaube, das wirkt dann nicht ganz so heftig. Ja, schon viel cooler. Wirklich. Wirklich viel cooler. Mag ich. Oh nein, jetzt habe ich angefangen. Oh nein. Stopp nicht. So, der sollte eh weg, ne? Da kann der hier von mir aus bleiben, das ist mir egal. Zack. Da oben müssen die Frames ran, die ich wieder aufgesammelt habe. Und zwar aus dieser Richtung. Na super. Ein zu wenig oder was? Wie viel habe ich denn hier weggekloppt? 1, 2, 3, 4. 4 nur. Stimmt. Okay, wir haben aber in dieser Kiste haben wir noch welche. In der da. Die sind bestens vorbereitet. Bestens. Das zeichnet ein richtig gutes Let's Play aus, dass man super duper gut vorbereitet ist. Ja, ich mache es jetzt ein bisschen anders. Ich gehe jetzt doch in die Wand rein. Zack. Und hier auch ein bisschen. Ne, dann. Ich weiß nicht. Ja, genau. Da kommt uns hier wieder der komische Griffelscheiß entgegen. Hallo. Bleibt gefälligst hier. So, das hätten wir auch. Würde ich mal sagen. Dann knallen wir das da rein. Und nach oben. Verzeiht mir, dass da jetzt ein Loch ist. Ist mir jetzt aber egal. Wo ist es denn hingefallen? Da. Tack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Carpenters, ne? Genau. Carpenters. Tack. Den Carpenters Hammer. Nein. So. Zack. 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 So, er hat sich jetzt übrigens auch einen Flughafen dazu gebaut, der Nachbar. Ne? Bin nicht sonderlich begeistert, muss ich sagen. Also jetzt nicht hiervon, ne? Tut mir leid. Das wollte ich jetzt nicht sagen. So. Oh, das können wir so lassen. Gut, das muss so. Das sieht ganz gut aus. Der guckt jetzt halt hier leider so raus und der nicht. Und
Das weiß ich noch nicht, ob ich das tolerieren kann. Naja, zum Glück haben wir noch Zeit, ein bisschen drüber nachzuschmunzeln und zu nachzugrübeln. Ja, tatsächlich sollte ich einfach mal die nächste Folge schon mal anfangen. Oder. Oh nein, ich habe mir Kaffee stehen lassen. Ah. Oh Mist, man ist dann immer so im Spiel geschehen und passt dann gar nicht mehr auf. Und dann hat man einen Kaffee, der eine halbe Stunde rumgestanden hat. Ja, das ist irgendwie gar nicht lustig. Cool. Da unten ist er. So. Ja, ich mache hier ein bisschen eine schöne Butze draus. Ne? Wenn ihr dann wieder da seid, dann. Wer hat denn das gebaut hier? Voll shibby. Voll schäbig. Ach Mensch. Ich nicht mal irgendwen verantwortlich für machen, weil ich selber war. Ups. Oh, immer dieses Tauschen. Tack, tack. So, okay. Dann nimmt das Ganze doch irgendwie mal ziemlich geile Gestalt an. Und, ja, zwecks Beleuchtung müssen wir uns hier noch was einfallen lassen, nicht? So ein bisschen. Da ich die ja jetzt wegmache. Mhm. Hallo, Keller. Zack, zack. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Ach so, das hier gefällt mir auch super gut, ne? Nur leider habe ich ja erzählt, dass man da nicht mehr rankommt, ne? Also würde ich gerne vielleicht hier diese anderen Drawers halt. Diese, die weiter rausgucken, hier oben hin machen vielleicht. Ja. Wäre schon besser, denke ich, ja. Okay. Na gut, dann haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann schon fast im Endscreen. Ich mache hier gerade noch mal ein bisschen Käse. Nein, das wollte ich natürlich nicht. Menno. Ach, guck an. Wenn wir schon mal hier sind. Wir können da, glaube ich, noch ein paar Rohre wegkloppen, ne? So. Schauen wir gerade mal, dass wir hier noch eine Säule reinknallen. So. Wirklich weniger bedrohlich. So eine fette Säule im Raum. Nee, gefällt mir aber sehr gut. Tut mir leid, aber hier hinten muss auch noch eine hin. Wollt ihr euch das noch mit antun? Ich weiß nicht. Entscheidet einfach selbst. So. Und wir sparen dadurch, hier Map Ogg Frames. Nee, gar nicht. 4 Frames sind das, ne? Sehr gut. Hier auf der Küchenseite rumtanzen, ne? Ich habe ja schon gesagt, dürft ihr nicht machen. Da gibt es Ärger zu Hause. So, und wir haben natürlich noch mehr Carpenters. Nicht, dass ihr denkt, wir sind da schlecht ausgestattet. So. Ja, also da können wir auf jeden Fall noch eine Runde was machen. Boah, ging ja richtig auf. Mensch, cool. Okay. Na, dann sehen wir doch mal in der nächsten Folge, was wir so drauf haben und machen und tun. Heute haben wir ganz viel hier gedaddelt. Wir haben richtig was geschafft, Mensch. Der Wahnsinn. Ja gut, sind ja auch schon 40 Minuten um, ne? Und unsere Maschinenlandschaft hier lässt grüßen. Alles klar. So, dann
wünsche ich einen schönen Resttag. Und ich trinke jetzt mal meinen Kaffee aus. Alles klar. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, denn da würde ich mich super duper sehr freuen. Alles klar. Tschüss. Ja, der Endscreen mit dem Smoothie, das ist doch immer was Besonderes. Heute quatsche ich mal wieder rein und währenddessen ich das mache, suche ich gerade nochmal ein Foto mit einem coolen Thumbnail. Also, ne, was ich machen kann, was ich schießen kann. Ich weiß auch nicht, mittlerweile sind die Fotos nicht mehr allzu spektakulär. Und, oh, das sehe ich gerade. Ich habe hier ein paar Frames vergessen. Zack, zack. So. Oh, das muss dann Richtigkeit haben. Und ja. Genau, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir haben richtig viel geschafft. Wir haben heute das mit dem unser Maschinenraum haben wir geklärt. Da haben wir Gitterböden reingesetzt. Und ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben die Werkstatt so ein bisschen, hier die neue Werkstatt. Wir haben ein Garagentor gemacht, wofür wir 8 Garagentore haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir die noch. Mal sehen. Also das ist ja ziemlich cool mit dem Garagentor. Das lassen wir auf jeden Fall erstmal so. Müssen wir noch irgendwas draufknallen, damit das cooler aussieht. Ansonsten habe ich in Angriff zu nehmen einen Tresorraum hinten drin, dass wir da so Diamanten und sowas reinknallen. Das wäre mir sehr lieb. Und weiß nicht, was könnte man noch so machen? Habt ihr Vorschläge? Dann immer her damit. Ja, nö. Ansonsten, in der Küche haben wir jetzt angefangen, so ein bisschen auszurasten. ja, dass das alles cooler wird, ist jetzt relativ dunkel. Müssen wir nochmal schauen, dass wir da eine ordentliche Beleuchtung reinkriegen. Aber die muss vorher erstmal berechnet werden. Ihr wisst ja, wie es ist. Dann haben wir noch im Schlafzimmer, müssen wir noch die Decke machen und so weiter und so fort. Und der Tanzsaal ist immer noch offen. Und ja, ich weiß es gar nicht, was alles noch. Es nimmt kein Ende, es nimmt kein Ende im Gelände und apropos Gelände, da müssen wir auch mal wieder hin, ne? Ach, herrje. Na gut. So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch aus dem Endscreen und ja, mal sehen, was der nächste Smoothie so macht in der nächsten Folge, ne? Bin ich selber gespannt, weiß ich noch gar nicht und Horido, lasst euch grüßen von mir und bis die Tage. Ciao.